Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Passionszeit, Fastenzeit, die Zeit im Kirchenjahr, in der wir uns bewusst auf dem Weg zu Karfreitag befinden. Erinnerung an das Leiden Jesu Christi. Christus, der einsam am Kreuz leidet und stirbt, verurteilt zum Tode, den Menschen ausgeliefert. Christus leidet nicht nur für uns, sondern auch mit uns, ja vor allen Dingen mit uns. Er ist auf der Seite der Leidenden, der Schwachen und der Ängstlichen. Er selbst weiß und hat es erfahren, was es bedeutet, zu leiden und voller Angst zu sein. Das Gefühl zu haben, sogar von Gott verlassen zu sein. Jesus betet am Kreuz Worte aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott, wo bist du? Warum leide ich so? Warum bin ich mit dem Leben und dem Leiden so ausgeliefert? Diese Erfahrung kennen wir. Und gerade in diesen Tagen fühlen das zahlreiche Menschen, verlassen, ausgeliefert sein. Ich denke heute an die vielen Menschen, die voller Angst sind vor dem, was kommt. Ich denke an die Menschen, die eine Krankheit heimgesucht hat und die nicht wissen, was ihnen und wie es ihnen geschieht. Ich denke heute an die Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert und voller Furcht sind, besonders in den Kliniken und Intensivstationen. Menschen, die Angst haben, zu wenig Luft zu bekommen, Angst, es nicht zu schaffen. Mit all diesen Menschen leidet Christus, leidet Gott. Er leidet mit uns allen und ist dabei, an unserer Seite, in unserer Dunkelheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vater, vergib mir.
für diese Menschen. Und mit diesen Menschen möchte ich den Klagepsalm beten, den auch Jesus von Nazareth am Kreuz gebetet hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volke. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterleib an, du bist mein Gott, von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt, ihre Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen zählen, sie aber schauen zu und sehen auf mich herab. Sie teilten meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke, eile mir zu helfen. Amen. Und so segne und behüte uns der lebendige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.